Hallo Werte, Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und ich begrüße euch herzlich zur neuen Manga-Comic-Review, denn endlich ist der Tag gekommen, an dem wir uns Jovantore vornehmen, dem neuen Hype-Projekt eines deutschen Künstlers, auf den viele, mich eingeschlossen, sehr gespannt waren. Und gleichzeitig wird das wahrscheinlich wieder eine meiner eher kontroverseren Rezensionen, denn ich habe es ja gerade schon gesagt, Manga-Comic. Es wird als Manga vermarktet, es ist aber keiner. Klipp und klar, das Ding ist sowas von ein Comic. Dazu werde ich später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ich meine das allerdings nicht abwertend, wohl bemerkt. Aber wie gesagt, dazu äußere ich mich nachher nochmal. Heute mal wieder mit meiner äußerst stylischen Brille. Nein, die wird jetzt wahrscheinlich nicht hier standardmäßig immer erscheinen im Video. Aber ich habe gedacht, komm, einmal geht das gute Ding noch klar für ein Video. Ein, zwei Videos. Und ja, ich würde sagen, ich erkläre euch direkt mal, worum dreht sich denn Jovantore? Und ja, Mittelpunkt steht im Wesentlichen Rita. Die hat, seit sie ein kleines Kind ist, ein sehr, sehr, sehr großes Problem. Sie hört konstant ein Ticken, wie von einer Uhr, dieses Ticken. Und als jemand, der das sehr gut nachvollziehen kann, wird sie dadurch halt regelrecht verrückt. Also, es macht sie kirre. Kann ich verstehen, wenn im Raum nichts zu hören ist, außer dieses Ticken einer Uhr. Das ist eine Foltermethode, sind wir mal ehrlich. Und ja, eines Tages trifft sie dann eben in dieser doch recht futuristisch aussehenden Stadt. Man sieht eine scheinbar alte Dame. Ich habe sie zwarmaßen jetzt nicht unbedingt als alte Dame wiedererkannt. Aber gut, und die gute Frau verpasst der Rita eins mit einer Uhr, woraufhin sie eben in den titelgebenden Jovantore aufwacht. Eine ja, sehr runtergekommene Stadt der Begierden und der Dunkelheit. Und nun ist sie halt hier so ein bisschen gefangen und heißt, ja, ich muss jetzt überleben. Trifft dabei auch auf zwei nette Typen. Und gleichzeitig so ein bisschen, ja, was ist dieses Jovantore eigentlich? Und nun zu den Grundinformationen. Jovantore ist, wie eben erwähnt, das neue Hype-Projekt von niemand geringerem als Daniel Aichinger, einem aufstrebenden Künstler, der, ich glaube, es war letztes Jahr oder sogar, liegt sogar schon 2 Jahre zurück, ich bin mir gerade nicht sicher, ich habe kein gutes Zeitgefühl, durch diesen Eggman-Short namens Love Troja oder so ähnlich hieß es, was irgendwie nur, keine Ahnung, 10 Seiten waren, sehr, sehr schnell an Bekanntheit bekam. Und Eggman hat die Chance halt gesehen und direkt gesagt, komm, wir machen jetzt ein fettes, großes Projekt und tada, da ist Jovantore. Und ja, das ist laut Eggman ein Fantasy-Manga. Das ist beides einfach schlicht und ergreifend falsch. Zum Manga-Komponente komme ich gleich noch. Die Fantasy-Komponente, nein, ihr habt gerade die ersten Seiten gesehen. Das ist ein Science-Fiction-Manga, wenn überhaupt. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus einem Dorohedoro gemischt mit einem Tsutomu-Nihei, würde ich die Welt beschreiben. Dazu ein bisschen ja, Dark Souls noch mit reingemischt, aber wirklich Fantasy, nein. Supernatural noch eher, aber vor allem Science Fiction würde ich dem Ding jetzt geben. Aber ja, gut, Genrebeschreibung und Verlage, das ist so ein bisschen nochmal eine ganz eigene Sparte. Und ja, kostet 20 Euro, kommt dafür mit 300 Seiten daher und vor allem einem Überformat. Das ist schon regelrecht eher ein Albenformat. Mal hier zum Vergleich ein klassischer Manga-Kult-Titel, den ich bei der diese Woche auch noch besprechen werde. Ihr seht, das Ding ist nochmal ein gutes Stück größer und dementsprechend sind die 20 Euro bei einer Leseempfehlung ab 16 Jahren mehr als gerechtfertigt. Also das ist ein hammerguter Preis für das, was ihr hier eigentlich bekommt. Und dieser Comic braucht auch das große Format. Und ja, normalerweise würde ich das, ja, diesen Sektor jetzt mit dem Übersetzer beenden, aber ja, gibt halt keinen. Deswegen kommen wir eben nun zur Rezension. Und ich möchte diese Rezension erstmal mit einem Applaus an Daniel Aichinger beginnen. Okay, das klang jetzt ein bisschen sarkastisch, aber so sollte es tatsächlich nicht sein. Denn was relativ schnell auffällt, er hat die essentielle Regel eines visuellen Mediums verstanden. Show, don't tell. Ich meine, das Wort hinten im kleinen Segment, wo er noch ein bisschen auf die Charakterdesigns und Ähnliches eingeht, auch genannt, dass ihm das wichtig war. Aber der
Comic fängt im Wesentlichen an, einfach nur mit Seiten, mit nahezu gar keinem Text, einfach nur die Welt zu zeigen, wie sie ist und eben nicht groß zu erklären, was hat es mit dieser Stadt auf sich, wie ist diese Stadt entstanden, wie ist diese Welt entstanden, sondern einfach so, ja, hier seht ihr unsere Stadt. Das ist jetzt einfach so und da finde ich, das verdient einen großen Applaus. Das verstehen nämlich selbst viele japanische Künstler nicht, wie wichtig es eigentlich ist, einfach etwas nur zu zeigen, anstelle es unnötig zu erklären. Und das ist tatsächlich etwas, was sich durch diesen kompletten Comic hinweg durchzieht. Es wird fast gar nichts erklärt. An ein, zwei Stellen mal so ein wenig, was zum Beispiel die vermeintliche dunkle Saat ist. Ja, aber auch das wird alles vage gehalten, dass man halt viel Interpretationsspielraum behält. Und hier muss ich leider schon Abzüge geben, auch wenn es jetzt eher eine persönliche Geschmackssache ist. Ich finde, man hat es ein bisschen zu vage gehalten. Denn wenn man so diese Story, jetzt mal rein nur die Story sieht, man liest das und wenn man fertig ist, denkt man so, ja, das war cool, da kannst du bestimmt viel reininterpretieren, aber es lässt einem zu viel Freiraum für Interpretation, dass man halt nicht wirklich das Gefühl hat, dass da eine richtige Story zu Ende gedacht wurde. Schon fast. Also ja, ich weiß, Daniel Eichinger hat sich sehr stark von Souls-like-Dingern wie Bloodborne, Dark Souls, Elden Ring und allem drum und dran inspirieren lassen und eben auch von einem Tsutomu Nihei. Das merkst du ganz klipp und klar. Du spürst die Einflüsse vielleicht sogar schon einen Ticken zu stark. Aber ich finde, er hat es halt noch nicht so ganz drauf, weil so hast du halt eine Welt, die sieht richtig geil aus, keine Frage, und wirkt auch sehr interessant. Und doch wirkt sie unvollständig, dass halt zu wenig Informationen reingegeben werden, dass man denkt, ja, okay, ich habe am Ende total verstanden, was da abging. Denn nein, das habe ich nicht so ganz. Also ich habe natürlich auch so ein bisschen meine Interpretation, was da jetzt eigentlich abging. Aber es ist, finde ich, auf jeden Fall ein Werk, wo Style over Substance der Fall ist. Was nicht unbedingt schlimm sein muss, weil der Style-Faktor von diesem Comic ist fast so stylisch wie meine Brille. Nein, Spaß beiseite, aber es ist wirklich richtig stylisch gemacht und Find hat allein dadurch schon einen Blick verdient, auch wenn die Story und auch die Charaktere vielleicht nicht unbedingt so sind, dass du dir denkst, boah, ey, Rita oder Hattori oder, oh Gott, wie hieß der Doc? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mal. Boah, das sind so gut geschriebene Charaktere. Nein, die sind, finde ich, tatsächlich sehr, ich will nicht sagen einfältig, aber minimalistisch geschrieben und eher so ein, sie sind halt da. Ich muss auch gestehen, bei den emotionalen Momenten, es hat mich eher kalt gelassen. Also ich weiß, was da geweckt werden sollte. Ich finde, es kam nicht gut rüber, weil das ist einfach so ein Problem von Einzelbänden. Emotionale Momente in einem Einzelband zu bringen, ist wirklich die Masterclass. Weil normalerweise wirken viele dieser richtig emotionalen Momente erst, wenn man die Characters schon etwas länger kennt. Und das tut man hier einfach nicht lang genug, dass man denkt, ja, Mensch, die Szene, die war jetzt super traurig. Und so, ja, okay, jetzt ist der eine da halt weg. Okay. Und jetzt. Was halt eigentlich sehr, sehr schade ist. Denn ich würde so weit gehen und sagen, Daniel Eichinger ist rein vom Artwork her einer der aufstrebendsten Comic-Künstler unseres Landes, der in den nächsten Jahren durchaus noch eine sehr, sehr große Nummer werden könnte. Denn, ja, ich habe es euch gesagt, okay, die Story ist ein bisschen nicht vorhanden, aber das Artwork ist halt geil. Und ja, das muss man einfach sagen. Das Artwork von diesem Typen ist bombastisch. Es ist detailverliebt. Es ist düster. Man sieht zermaßen, wie gesagt, sehr klar die Einflüsse aus der japanischen Popkultur. Aber es hat so viele Seiten, wo teilweise einfach nur eine große Illustration zu sehen ist. Mit super vielen kleinen Informationen durchs Bild und ich denke mir, habe mir bei so vielen Seiten gelesen, boah, ganz ehrlich, das als Print, das würde ich mir original so an die Wand hängen. Das ist der absolute Wahnsinn, wie großartig viele dieser Seiten eigentlich aussehen. Es ist zermaßen eben nicht perfekt, denn
Ja, ich finde, Daniel Eichinger hat noch so ein wenig das Problem. Er baut zwar super viele Details in seine Zeichnung ein, auch hier hinten. Schaut euch einfach mal an, wie es hier hinten drauf aussieht. Das ist geil. Das ist richtig, richtig geil. Aber stellenweise hat es zu viele Details schon, dass die Details sich nicht stark genug voneinander abheben, sodass man manchmal mehrmals genauer hingucken muss, was genau geht hier eigentlich gerade ab. Und das ist, ja, da muss man einfach noch dran arbeiten, um dass die Details eben mehr zur Geltung kommen. So hat es stellenweise leider ein etwas überladenes Gefühl erzeugt. Aber mein Gott, das ist so gesehen sein erstes richtiges Werk und für sein erstes richtiges Werk ist das halt wirklich wow. Wenn du mir gesagt hättest, das ist sein wenn ich es nicht wüsste, hättest du mir gesagt, das ist sein Erstlingswerk, ich würde dir das nicht glauben. Also ja, er hat Love Troja schon mal gemacht, aber das waren keine Ahnung, 10 Seiten, das zählt nicht. Das ist sein erster vollständiger Release mit abgefuckten Designs bis zum geht nicht mehr. Einfach nur wow. Einfach nur wow. Vielleicht auch an ein, zwei Stellen noch ein bisschen das Paneling üben. Ja, das ist auch noch an zwei Stellen verbesserungswürdig. Und eben auch, wie gesagt, die Details. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum dieses ja regelrechte Albenformat schon fast gewählt wurde. Wenn du es kleiner als Taschenbuch oder ähnliches gedruckt hättest, hätte einfach noch viel mehr Details gefehlt. Beziehungsweise noch weniger zur Geltung gekommen. Das ist einfach so. Ich meine, schaut euch das hier einfach mal an. Oh, come on. Es ist ein Augenschmaus mit Schwächen. Um es simpel zu sagen. Und jetzt möchte ich eben klipp und klar erklären, warum für mich Jovantore kein Manga ist. Sondern eindeutig ein wirklich sehr, sehr solider Comic. Erstens der Klassiker, die Leserichtung. Also, sorry, wenn du einen Manga publizierst, dann bitte in der richtigen Leserichtung. Ich finde, weil wir reden halt jetzt in Kategorien. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber es ist wieder Schubladendenken. Trotzdem ist es, finde ich, ein Element, was so essentiell mit dem Medium Manga verbunden ist. Das muss einfach sein. Dass du es wirklich als Manga, zumindest wie es im Westen deklariert ist, betrachten kannst. Wenn du eine westliche Leserichtung machst, bist du für mich auch. Ist dein Werk automatisch für mich schon fast ein Comic. Dann kannst du natürlich sagen, ja, dann ist es ein Manga-Stil-Comic. Nein! Ich finde, das Ding hat nichts von einem Manga. Es hat zwar sehr offensichtlich diese, ja, wie formuliere ich das am besten? Einflüsse aus der japanischen Popkultur. Wie gesagt, Tsutomu Nihei, du spürst das. Ja, das vielleicht ein Ticken zu viel schon fast. Bei eins zusammen würde ich sogar auch sagen Kingdom Hearts, also das Wort jetzt hinten nicht drin erwähnt, aber ich musste sofort an Kingdom Hearts an einer Stelle denken. Und trotzdem, bloß weil es Einflüsse aus der japanischen Popkultur hat, die zur Massen hier sehr, sehr geil rüberkommen, ist es deswegen kein Manga. Es fühlt sich halt wirklich wie eine westliche Version eines Tsutomu Niheis an, schon fast. Wenn man das so sagen kann. Ja, ich könnte mir vorstellen, Daniel Eichinger wird der deutsche Tsutomu Nihei. Und ich finde, dafür muss man sich jetzt auch nicht schämen, dass das eben ein Comic ist. Es ist ein großartiger Comic. Ich habe den zumaßen auch extra mal meiner Freundin zum Lesen gegeben, die halt Manga auf den Tod nicht abstehen kann. Also bis auf ein, zwei Ausnahmen. Sondern eher eine Comic-Leserin ist. Weil ich eben auch von ihr wissen wollte, ist das gerade nur mein persönliches Gefühl, dass das Ding sich nicht wie ein Manga anfühlt, aber auch sie sagt, nee, das fühlt sich null an wie ein Manga. Du spürst vielleicht die Einflüsse, aber es ist mehr ein Comic als wirklich Manga. Dann lässt sich natürlich jetzt streiten, okay, warum wird es als Manga vermarktet? Einerseits wahrscheinlich, weil Daniel Eichinger halt selber eher ein Manga-Fan ist. Wie gesagt, er schwärmt hinten drin von, ich glaube, Battle Angel Alita war es, von Tsutomu Nihei. Er schwärmt von den japanischen From-Software-Spielen. Trotzdem finde ich, ne, und einfach als Manga lässt sich besser verkaufen. Also Manga sind ein krasser Bestseller. Das ist einfach ein Medium, das geht steil. Es gab einen Grund, warum wir gefühlt ohne Ende neue Verlage bekommen. Und wenn Eggman das nun als Comic verkauft hätte, ich wette mit euch, das hätte bei weitem nicht diesen Anklang gefunden,
wie es letzten Endes bekam. Es war also gefühlt mehr ein Marketing-Move. Ich argumentiere mal so, jetzt haben viele Manga-Leser auch nochmal eine Comic-Erfahrung gehabt, die ja eben gezeigt haben, hey, Comic ist auch ein eigentlich geiles Medium. Oder, ja, wobei Comic ist, ich würde es sogar schon eher im Graphic-Novel-Bereich ansiedeln, als nur ein Comic. Also, wenn man jetzt mal krass in diese ganzen Kategorisierungen geht. Und wie gesagt, für mich ist es einfach wichtig, dass so dieses japanische Gefühl da ist und eben auch so dieses Essentielle eines Manga zu spüren ist. Und das ist hier halt nicht der Fall, denn ich sag mal so, wenn du ein Gedicht schreibst, wo du vielleicht wissenschaftlich akkurate Sachen einbaust, kannst du es trotzdem nicht als Sachbuch verkaufen, um es mal in einem für meine Verhältnisse sehr übertriebenen Vergleich zu erklären. Aber ich sag's oft genug, auch jetzt in meinem Fazit, Jovantore ist ein sehr, sehr spaßiger Comic von einem Künstler, der in den nächsten Jahren wahrscheinlich nur noch mehr wachsen wird, auch an sich selber. Ich bin auch gespannt, wo seine Reise hingehen wird, ob er sich mehr dem Manga annähert. Ich würde tatsächlich sagen, nein. Ich finde, Jovantore zeigt nämlich schon sehr klar, er hat seinen Stil gefunden und das ist ein Comic-Stil. Und wenn, sollte er halt höchstens da nur noch den Feinschliff betreiben. Er sollte nicht versuchen, einen Manga-Stil zu imitieren. Daniel Eichinger hat einen Stil, der ist verdammt geil. Die Story ist etwas zu vage für meinen persönlichen Geschmack. Ich finde auch die Rezension im Vorfeld, als die ganzen Rezensionsexemplare vor einem Monat schon verschickt wurden, maßlos übertrieben. Also das Ding ist keine 9 bis 10, was ich durch die Bank weg gelesen habe, oder ein Meisterwerk der deutschen Mangaka-Szene. Nein, wie gesagt, erstens ist es ein Comic und zweitens, dafür ist die Story zu schwach einfach noch, als dass ich das als Meisterwerk betiteln würde. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr solide 7,5 bis 8 von 10. Das Artwork ist sowieso eine 9,5. Es ist aber eben nicht so die Revolution des deutschen Manga. Kann es halt auch schlecht, wenn es ein Comic ist. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir in den nächsten Jahren von einem Daniel Eichinger noch erleben. Ich freue mich vor allem drauf, mehr von ihm zu lesen, denn es war vielleicht nicht das Beste vom Besten, aber für ein Erstlingswerk ist das Ding hier verdammt noch eins geil. Und ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt ihr Jovantore gelesen? Wenn ja, wie findet ihr es? Sagt ihr auch, na, das, ich sehe, was du meinst, Lektor, mit, dass das eindeutig mehr einer Comic-Natur oder Graphic-Novel-Natur entspringt als wirklich einem Manga, wie wir es kennen? Und ihr sagt ja, ich will es doch alles fassen, dieses Manga und oh, absolutes Meisterwerk. Whatever floats your boat. Ich kenne halt genug andere Manga auch, die halt einfach, und auch Comics, die besser sind. Aber es ist eben ein sehr guter Comic. Wie gesagt, gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, außer Dank fürs Zusehen. Dank für dieses großartige Werk von unserem Nachwuchstalent Daniel Eichinger. Und ciao.